Unsere Gesellschaft ist am Ziel. Wir gehorchen allein der Vernunft. Weil wir uns auf eine Tatsache berufen, die sich unmittelbar aus der Existenz von biologischem Leben ergibt. Ein Merkmal ist jedem lebenden Wesen zu eigen. Es zeichnet jedes Tier und jede Pflanze. Und erst recht den Menschen aus. Ein Merkmal teilen wir alle miteinander. Und erheben es deshalb zur Grundlage der großen Übereinkunft, auf die sich unsere Gesellschaft stützt. Es ist der unbedingte, individuelle und kollektive Überlebenswille. Wir haben eine Methode entwickelt, die darauf abzielt, jedem Einzelnen ein möglichst langes, absolut gesundes und glückliches Leben zu garantieren. Frei von Schmerz und Leid. Zu diesem Zweck haben wir unseren Staat hochkomplex organisiert. Komplexer als jeden anderen zuvor. Unser System ist perfekt. Lebensfähig und stark, wie ein biologischer Körper. Und dabei ebenso anfällig. Ein simpler Verstoß gegen eine der Grundregeln kann diesen Organismus schwer verletzen oder sogar töten. Thank you.
Hall. Was liegt vor? Vernachlässigung der Meldepflichten. Ein Bagatelldelikt. Schlaf- und Ernährungsdaten im laufenden Monat nicht eingereicht. Plötzlicher Einbruch im sportlichen Leistungsprofil. Häusliche Blutdruckmessung und Urintest nicht durchgeführt. Das persönliche Gesundheitsprofil. Die ist doch super drauf. Unterlassung des freiwilligen Datentransfers ist nicht... Ein Bagatelldelikt, mein lieber Staatsanwalt. Hat der Vertreter des privaten Interesses etwas beizufügen? Keine Vorstrafen. Keine Anzeichen von physischen oder sozialen Störungen. Erfolgreiche Biologin mit Idealbiografie. Hat sie die zentrale Partnerschaftsvermittlung in Anspruch genommen? Bis jetzt liegt kein Antrag vor. Eine schwierige Phase für eine junge, alleinstehende Frau. Bell, Rosentreter, ich würde gern auf eine Verwarnung verzichten und Hilfestellung anbieten. Einladung zum Klärungsgespräch. Kann ich sehr unterstützen. Meinetwegen. Eine schwierige Phase für Mia Hall. Allerdings. Kennen Sie die Beschuldigte, Herr Kramer? Sie erinnern sich an Moritz Hall? Moritz Hall. Der Mörder. Genau. Moritz Hall ist der Bruder von Mia Hall. Weltbild zerstört und hat den Menschen ins Zentrum der Welt gerückt. Moritz ist tot. Und dann hat sie ihn stehen lassen unter dem Elektronenmikroskop. Eine Ansammlung von Zellen und Enzymen. Nichts weiter. Hör auf, mit Moritz Worten zu sprechen. Ein lächerliches Stück Materie. Leben ist sinnlos und das Sinnloseste ist, dass der Mensch seine eigene sinnlose Lage erkennt. Falsch, liebes Schwesterchen. Moritz? Das Leben ist ein Angebot. Ein Angebot. Ein Angebot, das man auch ablehnen kann. Wie du selbst gesagt hast. Das Wichtigste im Leben, Mia, ist die Liebe. Los, sag es mal. Stiften, Freiheit, Natur, Frauen, Fische fangen. Das menschliche Gedächtnis sortiert 96% aller Informationen nach wenigen Tagen aus. 4% Moritz sind nicht genug. Mit 4% Moritz kann ich nicht weiterleben. Ich hasse dich, Moritz! Moritz Wolf.
Worte, dass du lernst, das Wort Liebe auszusprechen. Und wo war seine Liebe, als er sich umbrachte? Moritz hat dich mehr geliebt als all seine zahlreichen Liebschaften. Deshalb hat er mich dir überlassen, die ideale Geliebte. Du bist ein Hirngespinst! Na, 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 na! Und? Was rennt aus dem Kinderzimmer? Hat Schufia! Hat Schufia! Mensch, Lissi, das klingt doch wie ein... Sag ruhig, Lebertje! Wie Niesen! Genau, wie Niesen! So ein Quatsch, Lissi. Was denn Quatsch, Triss? Erkältung ist seit 30 Jahren ausgerottet. Das war mal wieder Warnung in letzter Zeit. Siehste, die Lebertje guckt den gesunden Menschenverstand. Was meint ihr, wie ich gerannt bin? Und was sehe ich? Sitzt meine Kleine mit dem Bengel von der Ute im Kinderzimmer. Hat die Nase in der Pfefferstüte und niest wie ein Weltmeister. Hatschupfia! 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 Sonntag! Sonntag! Hundertprozent aseptisch! Bakteriologisch steril! Hol mich der Virus! Das ist doch der Kramer! Vom gesunden Menschenverstand! Herr Kramer, ich hab Ihr Buch gelesen. Ich schaue immer Ihre Sendung. Sie brauchen ja keinen Mundschutz. Ja, das ist ein Wächterhaus. Alles Gesundheitsstandard 1A. Vorbildlich, meine Damen. Ich suche eine Frau Holl. Die Mia? Ja, die wohnt hier. Die ist zurzeit immer zu Hause. Die geht derzeit nie zur Arbeit. Dann hat sie wohl Urlaub. Ich weiß nicht. Da stimmt etwas nicht. Die Mia ist in Ordnung. Nee, ich sag euch was. Die ist bald fällig. Wofür denn, Lissi? Na, denk mal nach. So eine Hübsche. Und immer alleine, hä? Klar, Lissi, du guckst bestimmt Angebote durch. Die Mia ist eine Anständige, Herr Kramer. Das versteht sich doch von selbst, Triss. In einem Haus wie diesem? Einem Wächterhaus. Vielen Dank, meine Damen. Wir schauen immer Ihre Sendung, Herr Kramer. Der gesunde Menschenverstand. Santé. Santé. Verlangen, dass ich dem Mörder meines Bruders die Hand gebe? Ich halte Sie für zu intelligent, um so eine plumpe Schlussfolgerung zu ziehen. Ohne Ihre schmutzige Kampagne in Ihrem gesunden Menschenverstand wäre Moritz nicht verurteilt worden. Und ohne Verurteilung hätte er sich nicht umgebracht. Klingt logisch. Somit ist auch der Urknall verantwortlich für den Tod Ihres Bruders. Kausalität, Frau Holl, ist keinesfalls identisch mit Schuld. Darf ich? Bedienen Sie sich. Vielen Dank. Wir könnten uns auch fragen, woher Ihr Bruder im Gefängnis die Angel schon hatte, um sich aufzuhängen. Nicht wahr, Frau Holl? Moritz war unschuldig. Geht es Ihnen gut, Frau Holl? Moritz Holl, Träumer, Freidenker, Spinner, meldete bei der Polizei einen schrecklichen Fund. Eine junge Frau namens Sibylle, mit der er zu einem Date verabredet war, war bei seinem Eintreffen weder sympathisch noch unsympathisch, sondern einfach nur tot. Ich bin unschuldig.
Man nahm die Zeugenaussage des völlig verstörten Moritz Holl zu Protokoll. Die Frau war bereits tot. Zwei Tage später saß er in Untersuchungshaft. Ich schwöre, ich habe Sibylle weder vergewaltigt noch getötet. Der DNA-Test ist eindeutig. Die Verurteilung aufgrund eines solchen Beweises ist juristisch Routinesache. Ich bin unschuldig. Ich war mit Sibylle verabredet, weil wir uns verstanden. Moritz' Weigerung, seine Schuld zu akzeptieren, verursachte einen Skandal. Stimmen forderten einen Aufschub der Urteilsvollstreckung. Der Prozess zog sich in die Länge. Schweigend ging Mia zur Arbeit. Schweigend trieb sie Sport. Schweigend fuhr sie jeden Tag ins Gefängnis. Niemand durfte wissen, dass Moritz ihr Bruder war. Am Abend kotzte sie ihr Essen in eine Schüssel und leerte diese nachts in einen öffentlichen Abwasserschacht, sodass die Sensoren in ihrer Toilette keine erhöhte Konzentration der Magensäure messen konnten. Sie sind wohl schwächer als gedacht, Frau Holl. Darf ich bitten? Normalerweise legen Mörder, die aufgrund ihrer DNA überführt werden, ein Geständnis ab. Moritz ist kein Mörder! Die DNA eines Menschen ist einzigartig. Das sollten Sie als Biologin wohl am besten wissen. Die Unfehlbarkeit der DNA gibt dem Staat das Recht zu handeln. Aber nicht das Recht zu töten. Der Staat hat meinen Bruder getötet. Unser Staat tötet niemanden. Das wäre gegen sein Prinzip, jedem Einzelnen ein möglichst langes, störungsfreies, glückliches und gesundes Leben zu garantieren. Mia! Du redest mit einer Maschine. Sei still. Wie bitte? Haben Sie sich nie gefragt, ob mein Bruder nicht trotz allem unschuldig sein könnte? Nein. Diese Frage führt zur Willkürherrschaft des Herzens. Statt des gesunden Menschenverstandes soll das Herz entscheiden. Doch wessen Herz, Frau Holl? Der gesunde Menschenverstand ist eine Illusion, die der Mensch vor seine Gefühle hängt. Sei still, du hilfst mir nicht weiter. Verteidige deine objektive Rationalität, an die nicht mal der da glaubt. Entweder ich verfluche ein System, zu dessen Methode es keine vernünftige Alternative gibt, oder ich verrate die Liebe zu Moritz, an wessen Unschuld ich glaube, glauben muss, glauben will. Sie brauchen sich nicht zu entscheiden, Frau Holl. Trauern Sie um Ihren Bruder und kehren Sie zur Normalität zurück. Eine Normalität, die Moritz Zeit seines Lebens verlacht hat. Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand. Gesundheit ist ein Willensakt. Nimm dein Leben in die Hand und wirf den Kerl raus. Ich bin hier, um Ihnen einen Vorschlag zu machen. Der Gegenvorschlag lautet, hau ab! Wie es Ihnen geht nach dem Verlust eines nahen Angehörigen, ist von öffentlichem Interesse. Gleich lache ich mich tot. Ich möchte Sie gerne in meine Sendung einladen. Sag nein! Denken Sie darüber nach. Rufen Sie mich an. Wenn du das tust, dann verlasse ich dich. Das kannst du genauso wenig wie tot lachen. Und Frau Holl, hören Sie auf, mit sich selbst zu reden. Santé. Herr Kramer, können Sie unterschreiben? Ich bin der größte Fan, Herr Kramer. Vier Wochen früher
in einem kahlen Raum des Untersuchungsgefängnisses. Mia und Moritz durch eine Plexiglasscheibe getrennt. Warst du in der Kathedrale? Ohne dich. Was soll ich da? Ich wünsche mir aber, dass du dort hingehst, durch die Wildnis streifst, im Fluss badest, mit den Thymian pflückst, dich von Zecken und Tollwut befallen lässt. Ich werde nie mehr dorthin gehen. Arme Mia, verkümmert einsam und steril in ihrem Labor. Ich leite dir was aus. Was? Meine ideale Geliebte. Ich habe mir eine Fantasie anerfunden. Ich werde das gut verstehen. Ich soll deine Geliebte in der Fantasie zu mir nehmen. Genau. Und dann zeigst du ihr all die Orte, wo wir zusammen waren. Den Wald, den Fluss, unsere Kathedrale. Dafür fehlt mir die Einbildungskraft. Idiotin, du hast mehr als genug davon. Die Fantasie ist dein Reich, Moritz. Es ist unser Reich. Das war es schon immer. Die ideale Geliebte wird dich zu mir zurückführen. Und jetzt geht es um die Gegenleistung. Nein, ich kann nicht. Du hast es versprochen. Das Leben ist ein Angebot. Zu Angeboten sagt man ja oder eben nein. Nein, Moritz. Mia, wenn sie mich einfrieren, gehöre ich denen. Einfrieren ist schlimmer als der Tod. Mia, bitte. Ich liebe dich. Ich liebe dich wie niemanden sonst. Bitte. Mia, wenn du mich liebst. Wenn du mich liebst. Mia. I will guide you back on the right way. I'll be there when you learn the word love to say. And I hope one day you understand why I just couldn't stay. Privatangelegenheit. Was passiert ist, lässt sich nicht ungeschehen machen. Aber wir können Ihnen helfen. Ich kann Ihnen einen medizinischen Betreuer bestellen. Auch ein Kuraufenthalt wäre denkbar. Und anschließend werden Sie bei Wiedereingliederung in Beruf und Alltag begleitet. Nein, danke. Was soll das heißen, nein, danke? Es gibt Dinge, die brauchen Zeit. Setzen Sie sich. Die Gemeinschaft schuldet Ihnen Fürsorge in der Not. Und Sie schulden der Gemeinschaft das Bemühen, diese Not zu vermeiden. Ich kann diese Not ertragen. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, jede Form von Krankheit zu vermeiden. In diesem Punkt
decken sich ihre persönlichen Interessen mit jenen der Methode. Darauf stützt sich unser System. Ich bin nicht krank. Ich bin auch keine Antimethodistin. Ich bitte bloß um Ruhe und Zeit. Ich kann darauf verzichten, Sie einer Hilfsmaßnahme zuzuführen. Das wäre mir die größte Hilfe. Aber nur unter einer Bedingung. Sie dürfen sich ab jetzt nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ich werde es versuchen. Nein, Frau Holl. Nicht nur versuchen. Das ist eine offizielle Verwarnung. Letztverbindlich. Mia steckt in ihrer eigenen Haut wie in einem Fangnetz. Jeder Schritt muss erzwungen werden. Wir sehen Mia das Wohnzimmer betreten, die Musikanlage in Gang setzen und die Lautstärke hochfahren. Wir hören nicht ihren Schrei, sehen nur den geöffneten Mund. Sehen, wie Mia zum Fenster läuft, mit beiden Handflächen gegen das Glas schlägt. Mit beiden Armen bricht Mia durch die Scheiben. Die Musik ist so laut, dass wir das Splittern des Fensters nicht hören. Mia greift in die Splitter, ballt die Fäuste. Wir sehen das Blut zwischen ihren Fingern. Das Blut läuft ihr die Arme hinunter. Wenn wir uns nun vorstellen, dass Mia all dies nicht tut, keine Musik auftritt, keinen Schrei ausstößt, kein Glas zerschlägt, sondern einfach nur dasteht. Nächtelang, schlaflos. Eine Schlafende ohne Schlaf. Dann wissen wir in etwa, was Mia durchmacht. Vor 12 Monaten. Mia und Moritz in der verbotenen Zone. Ein Ort, wo die Natur sich selber überlassen ist. Eine Wildnis, abgesperrt durch einen hohen Zaun, als wäre sie von einer lebensbedrohlichen Seuche befallen. Zutritt aus polizeirechtlichen Gründen strengstens verboten. Moritz hatte diesen Ort die Kathedrale getauft. Hey Mia! Mia! Moritz! Jetzt komm schon! Der Weg ist hier zu Ende! Das war ja schon immer! Nun komm schon! Jetzt komm! Wo bleibst du? Mia, jetzt komm! Ein Riesenbakterium mit Fell und Hörnern. Idiot, das ist ein Reh. Nein, ein Hirschbakterium, Frau Biologin. Hyperinfektiös, absolut toxisch. Ich werde nie verstehen, was du vom Leben willst. Eine Stadt zum Leben, wo die Häuser Frisuren tragen aus rostigen Stahlträgern und geborstenen Dachstühlen. Wo man Wein aus schmutzigen Gläsern trinkt. Wo laute Musik aus verrauchten Kellern klingt. Moritz! Wo zerfallene Industrieanlagen von wilden Partys besetzt werden. Wo man eigenhändig gefangene Fische auf offenem Feuer grilliert und mit bloßen Händen verzehrt. Wo sich Menschen ohne Histokompatibilitätstest spontan küssen und sich im Glas wälzt und nackt im Flussbad. Moritz! Spinnst du? Das ist gefährlich!
Wenn du so weiterredest, endest du vor Gericht. Hey, das ist ungesund. Das war es schon immer. Woher hast du die? Woher wohl? Vom Bahnhof. Spinner. Da ist was faul. Die Holl, die macht in Politik. Was denn? Was denn? Die Holl ist eine biologische. Na und? Kann doch sein. Die Mia ist keine politische. Oh, das ist doch klar, Triss. Aber was hat der Kramer denn von der gewollt? Vielleicht will er sie heiraten. Sicher nicht. Der Kramer, das ist ein Held. Ich mein, wie der die Racker klein haut. Racker? Oh, Mensch, Triss. R-A-K. Recht auf Krankheit. Würdest du den gesunden Menschenverstand schauen, wüsstest du Bescheid. Racker sind Kacker, sagt der Kramer. Terroristen! Aber doch nicht die Mia. Triss, das hier ist ein Wächterhaus. Da gibt's keine Racker. Hört mal, Kinder. Was riecht das hier so? Das riecht nach Rauch. Hol mich der Virus. So hat der gerochen. Wer? Mein verrückter Bruder. Das wird Konsequenzen haben. In einem Wächterhaus wie diesem, sowas. Na. Komm schon, Triss. Vor 40 Jahren, im Jahre 2017, schätzte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Zahl der Raucher auf 1,1 Milliarden. Rund 6 Millionen Menschen starben pro Jahr an den Folgen ihres Tabakkonsums. Davon 600.000 durch Passivrauchen. Die wirtschaftlichen Kosten für die Gesundheitsschäden beliefen sich gemäß einer Studie der WHO pro Jahr weltweit auf 1 Billion Franken. Dank der Methode konnten diese Kosten drastisch gesenkt werden und ist Rauchen aus dem Leben der Menschen verbannt. Santé und bis bald. Euer Ehren. Das ist keine Güteverhandlung mehr. Das, Frau Holl, ist ein Strafprozess. Missbrauch toxischer Substanzen. Strafbar nach Paragraph 124 Gesundheitsordnung. Glauben Sie, ein Spielchen mit mir treiben zu können? Frau Holl! Die Zigarette. Sie schmeckt nach ihm. Nach seinem Lachen, seinem Lebensgeist, seinem Freiheitsdrang. Diesem Bedürfnis, ihm nahe zu sein, ist wie eine Sucht. Antrag, ich bitte diese Aussage in die persönliche Akte aufzunehmen. Abgelehnt. Lassen Sie die Angeklagte ausreden. Für Moritz war das Rauchen einer Zigarette wie eine Zeitreise. Als versetze ihn in Räume, in denen er sich frei fühlte. Rauchen. Freiheit und Abenteuer. Antrag. Abgelehnt. Frau Holl, ich bestelle Ihnen einen Pflichtverteidiger. So wie Sie hier reden, wäre es blanker Irrsinn, Sie fortfahren zu lassen. Wegen Missachtung meiner Warnung wird eine Geldstrafe in der Höhe von 20 Tagessätzen fällig. Die Verhandlung ist geschlossen. Antrag! Euer Ehren! Antrag! Rosentreter,
Ihr Anwalt, wenn Sie bitte hier unterschreiben würden. Dient als Versicherung, damit ich bei versehentlichem Körperkontakt nicht für die Kosten einer anfallenden Erkältung aufkommen muss. Ein Witz. Ich bewundere Ihre Haltung. Wenn meine Haltung so bewundernswert wäre, würde ich wohl nicht die Formulare eines zappeligen Molysomophoben unterschreiben. Sehen Sie, so hat alles seinen Vorteil. Und noch dieses Dokument. Ich? Ich, Mia Holl, befuge den Bevollmächtigten, die Vollmachtgeberin rechtsgültig zu vertreten, den Gerichtsprozess zu erleichtern, keine Nervenzusammenbrüche zu provozieren. Ich kann mich selbst verteidigen. Sie sind eine starke Person, nach all dem, was Sie durchgemacht haben. Ich kannte Ihren Bruder. Was hatten Sie mit ihm zu tun? Sein Name stand auf der schwarzen Liste. Der Methodenschutz ließ ihn beobachten. Das kann nicht sein. Sie irren sich. Moritz war kein Terrorist. Niemals hätte er sich einer solchen Gruppierung angeschlossen. Unser Rechtssystem ist etwas empfindlich. Bekommt ein Fall eine methodenrechtliche Komponente, gerät auf eine andere Spur. Das ist nun auch bei Ihnen der Fall. Machen Sie sich nicht lächerlich. Welche Prozessstrategie schlagen Sie vor? Ich würde vorschlagen, dass wir zuerst die 20 Tagessätze anfechten. Die kann ich bezahlen und spare mir Ihr Beratungshonorar. Sie sind nicht bei Trost. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Man wird Ihnen vorwerfen, sich gegen die Methode zu wenden. Ach so, Moritz war ein Terrorist und ich bin jetzt auch einer? Sie reden wie ein 16-jähriger Rosentreter. Was für eine Methode. Die Methode sind wir. Sie, ich, wir alle wollen gesund sein. Die Methode ist Vernunft in Bezug auf die Gesundheit. Ich wende mich nicht gegen die Methode. Ich will Ihnen nur helfen. Was Ihnen zugestoßen ist, reicht mühelos für die Begründung eines Herzinfarkts. Ich werde nicht zulassen, dass man weiter auf Ihnen herumhackt. Herumhacken? Ja, Sie sagen es. In diesem Punkt sind wir uns einig. Ich bitte bloß um Ruhe. Ruhe und Zeit. Mit vollem Recht. Und dafür haben Sie mich, einen harten Kerl für die Drecksarbeit. Ein Witz. Entschuldigen Sie. Sie haben viel durchgemacht und jetzt ist es an der Zeit, dass jemand anderes etwas für Sie macht. Wenn Sie also hier unterschreiben wollen. Und noch das Dokument für die Anfechtung. Jetzt ist alles auf guten Wegen. Sieben Einheiten Proteine. Zehnmal Kohlenhydrate. Dreimal Obst und Gemüse. Perfekt. Da sind wir wohl auf dem Weg der Besserung, was? Wenn ich hier fertig bin, werde ich aufräumen und putzen. Du wirst sehen, in ein paar Tagen gehe ich wieder zur Arbeit. Gute Vorsätze beweisen in ihrer Existenz die eigene Ungültigkeit.
Ein bisschen mehr Optimismus wäre hilfreich. Glaubst du, dass etwa Sport und dieser Rosentreter den Riss kitten können? Der Fehler liegt tiefer. Das System bricht zusammen, wenn sich immer mehr Menschen individuelle Krankheitsgeschichten leisten. Was dich von innen frisst, ist die faule Stelle im System. Sie schulden der Gesellschaft das Vermeiden jeglicher Krankheit. Was dich von innen frisst, ist die faule Stelle im System. Erzähl mir nichts über mein Innerstes. Das hat schon Moritz nicht verstanden. Ja, ja. Das Menschliche ist wie ein dunkler Raum, in dem ihr Sterblichen herumkriecht. Wie Kinder, auf die man aufpassen muss, damit ihr euch nicht gegenseitig die Köpfe einschlägt. Ein Zitat von deinem neuen Freund, Heinrich Kramer. Was hast du? Ich will nicht streiten. Was mit Moritz passiert ist, kann nur richtig sein oder falsch. Du musst dich entscheiden. RAK, Recht auf Krankheit. Eine Forderung, die dem gesunden Menschenverstand aufs Radikalste widerspricht. Dies ist das Thema unserer heutigen Sendung mit dem Experten für Antimethodismus, Heinrich Kramer. Herr Kramer, sind die Anhänger der RAK geisteskranke? Nein. Leider sind es ganz normale, durchaus intelligente Menschen, die plötzlich methodenfeindliche Empfindungen entwickeln und daraus ein Recht auf Krankheit ableiten. Das klingt unheimlich. Wie kommt ein vernünftiger Mensch auf die Idee, ein Recht auf Krankheit zu fordern? Eine gute Frage. Mach das aus! Mit Rackhysterie kann ich nichts anfangen. Aber dein neuer Freund umso mehr. Er ist nicht mein Freund, auch wenn ich gewisse Ansichten mit ihm teile. Was die Antimethodisten vereint, ist ein reaktionärer Freiheitsglaube. Sie glauben die Freiheit einer Person zu tun und zu lassen, was sie wolle, selbst wenn es ihr schade, sei unantastbar. Würden Sie eine sterbenskranke Person als frei bezeichnen, die nicht mehr in der Lage ist, das Bett zu verlassen? Das wäre wohl zynisch. Methodenfeinde sind Zyniker. Sie sind es nicht aus Bosartigkeit, sondern aus Unwissen. Der methodenrechtliche Anspruch auf Gesundheit ist eine der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Die Freiheit des Menschen besteht darin, dass wir ihn frei von Krankheiten und Leiden gemacht haben. Blicken wir kurz zurück, wie die Welt vor 50 Jahren aussah, bevor die Methode ihren Siegeszug angetreten hat. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war die Welt von einem beispiellosen Werteverfall geprägt. Gier und Konsum beherrschte die Menschen und raubte ihnen alle Sicherheiten. Furcht regierte die Beziehungen. Angst war der Familienname des menschlichen Miteinanders geworden. Natürliche Ressourcen wurden geplündert. Wasser, Luft und Erde rücksichtslos verschmutzt. Der Klimawandel war unaufhaltbar. Die Zunahme stress- und umweltbedingter Krankheiten, das Anwachsen von Kriminalität und Drogenkonsum, verheerende Kriege, Terrorismus und Flüchtlingsströme beherrschten die Welt. Das Krebsgeschwür des 21. Jahrhunderts hieß totaler Egoismus. In der Form von Fundamentalismen befiel er ganze Staaten und Gesellschaften. Allen ging es nur noch um ihre eigene Wahrheit. Chaos, Krankheit, Verunsicherung. Eine schreckliche Zeit. Die Gesundheitskosten explodierten. Doch dann kam die Methode. Gesundheit wurde als Menschenrecht ernst genommen und zum höchsten Gut aller Menschen erklärt. Dank der Wissenschaft konnten Krankheiten bekämpft und vermieden werden. Der gesunde Menschenverstand
setze sich in allen Beziehungen des Lebens immer mehr durch und die Welt gesundete dank der Methode. Führt das perfekte Funktionieren der Methode heute dazu, dass man ihren Sinn vergisst? Dank der absoluten Gesundheitskontrolle muss niemand mehr krank werden. Das bedeutet auch, dass beispielsweise eine Frau, die im Jahre 2024 geboren wurde, keine persönlichen Erinnerungen an körperliches Leiden besitzt. Das ist dein Geburtsjahr. Malen wir uns aus, wie diese Frau plötzlich in eine schwierige, emotionale Situation gerät und ihre persönlichen Bedürfnisse mit den allgemeinen Anforderungen kollidieren. Das kommt vor und ist soweit normal. Problematisch wird es, wenn diese Person ihre persönliche Lage zum Grundsatzproblem erhebt und statt an sich selbst an der Methode zu zweifeln beginnt. Mach das endlich aus! Es ist an der Zeit, eine Seite zu wählen. Das Problem ist, dass Kramer genauso Recht oder Unrecht hat wie seine Gegner. Und diese exemplarische Zweiflerin gerät auf die schiefe Bahn? Sie gerät in einen Teufelskreis. Mit jeder Bewegung, die sich gegen die Methode richtet, löst sie eine Reaktion aus, die ihren Zweifeln Recht zu geben scheint. So gerät diese Zweiflerin in Versuchung, den Antimethodisten Glauben zu schenken. Müssen wir mit den Andachsten von Antimethodismus rechnen? In der Tat. Je gesünder die Menschen werden, desto mehr vergessen sie, wie schrecklich es früher war. Die Methode hat die Probleme gelöst. Wer die Methode bekämpft, ist ein Reaktionär. Antimethodismus ist ein Anschlag auf das Wohl aller, den wir mit allen Mitteln bekämpfen müssen. Applaus für Heinrich Kramer! Verlassen des Hygienegebiets wird nach § 18 als Ordnungswidrigkeit 12 Grades bestraft. Und das Nichtverlassen des Hygienegebiets wird als Idiotie 1. Grades mit äußerer Versteinerung und innerer Totalverblödung bestraft. Vor 3 Monaten, unter tief hängenden Zweigen hindurch, schlüpften Moritz und mir zum Fluss. Ein paar nicht garantiert grippefreie Vögel sind ihre einzigen Zeugen. Am Ufer des Flusses legen sie sich ungeschützt an die Sonne. Es ist der Tag, der Moritz zum Verhängnis werden sollte. Komm schon, Moritz! Ich gewinne! Gewonnen! Du solltest echt weniger rauchen. Und wie viel gibt es noch in deiner Immungruppe? 3,4 Millionen. Die zentrale Partnerschaftsvermittlung ist die größte Puffmutter der Welt. Die korrupte Hüterin am Tor des ewigen Paradieses. Treten Sie näher, Kompatibilitätskomplex der Klasse WL. Allererste Sahne, schmale Hüften, braunes Haar. 24 Jahre, beste Ware. Auch für Sie haben wir etwas im Angebot.
Und wer ist dein nächstes Opfer? Sibylle. Moritz, bist du überhaupt in der Lage, einen Menschen zu lieben? Du zweifelst an meiner Liebesfähigkeit. Du hüpfst von einem Date zum nächsten. Wo ist da die Liebe? Der Mensch muss sie spüren. Im Schmerz, im Rausch. Das, meine Arme, vertrocknete mir heute, ist Liebe. Liebe ist Freiheit. Mein armer, verirrter Moritz Holl, deine angebliche Freiheit lässt auf einem festgemauerten Sicherheitsfundament. Sicherheit. Erst, wenn alle Menschen in ihrer Gänsegläsern liegen, eingebettet in Nährlösung, wird unsere Welt sicher sein. Was dir fehlt, ist das Erlebnis deiner Sterblichkeit. Du warst 5 Jahre alt. Und gezwungen, mich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Dank der Methode wurde sofort ein Spender gefunden. Sonst wärst du jetzt tot. Wie wär's mit ein bisschen Dankbarkeit? Ich danke der Natur für die Erfahrung, dass ich sterblich bin. Und sie hat mir gezeigt, was echte Empfindungen sind. Unverbindliche Dates mit Claudia, Christine, Sibylle und wie sie alle heißen. Sibylle ist anders. Ich spüre es. In nur 3 Tagen haben wir Zeilen gewechselt, für die man volle 3 Jahre in den Knast gesperrt werden könnte. Hauptsache in eine gemeinsame Zelle. Sibylle, das ist sie. Die Süße der Revolution. Frau Holl! Frau Holl! Frau Holl, die Geldstrafe war äußerst milde. Hart an der Grenze zum Freispruch. Das Urteil sollte Ihnen helfen, auf den rechten Weg zurückzufinden. Aber das habe ich. Ich habe den Behörden die fehlenden Schlaf- und Ernährungsberichte nachgeliefert. Die Bakterienkonzentration in meiner Wohnung entspricht den Richtwerten. Den Sportrückstand... Ich habe keine Lust, mich weiter von Ihnen einwickeln zu lassen. Sie fechten ein Urteil an, das ich wegen seiner Milde von meiner Dienststelle verantworten musste. Was bezwecken Sie damit? Frau Holl stellt einen Härtefallantrag nach § 28 Gesundheitsstrafprozessordnung. Härtefallantrag? Konntest du etwas nicht ausreden, Rosentreter? Härtefallantrag. Die Angeklagte ist also der Meinung, dass das Gericht nicht berechtigt war, eine Entscheidung zu treffen und die Vorsitzende Richterin nicht in der Lage, die Situation richtig einzuschätzen? Die Angeklagte vertritt die Auffassung, dass sie ohne Einmischung der Behörden mit ihrer Lage am besten klarkommt. Euer Ehren, ich bitte darum, diese Aussage in der persönlichen Datenspur der Angeklagten aktenkundig zu machen. Stattgegeben. Die Angeklagte hat von Seiten des Systems unerträgliche Härte erlitten. Ein naher Angehöriger wurde ihr durch die Implementierung der Methode genommen. Ist das so? Sie sind also der Meinung, dass Ihr Bruder der Methode zum Opfer gefallen ist? Nach kausaler Betrachtungsweise, ja. Das heißt aber... Das heißt vor allem nicht, dass Sie sich den Institutionen der Methode entziehen dürfen. Der Härtefall ist für Opfer schwerer Justizirrtümer vorgesehen. Und das sollte Ihr Anwalt Ihnen gesagt... Euer Herr, die Aufgabe des Gerichts besteht nicht darin, die Verteidigung arbeitslos zu machen. Benja, reicht's mit Ihren Zurechtweisungen! Ermahnung nach § 12 Gesundheitsstrafprozessordnung wegen Missachtung des Gerichts. Der Härtefallantrag wird abgelehnt. Verurteilung wegen Missbrauchs toxischer Substanzen zu 2 Jahren auf Bewährung. Das entspricht wohl Ihren Wünschen, Frau Staatsanwalt. Vollkommen. Ich weise die Angeklagte darauf hin, dass der Methodenschutz routinemäßig von gestellten Härtefallanträgen unterrichtet wird. Die Verhandlung ist geschlossen. Wir legen Berufung ein. Wir wenden uns an die nächsthöhere Instanz. Ich gebe auf. Man hat ihnen gedroht. Meldung. Der Methodenschutz. Die wollen eine Staatsaffäre daraus machen. Das ist alles ihre Schuld. Wir werden dieses System jetzt mit ein paar Grundsatzfragen konfrontieren. Das, was Sie da planen,
ist keine Verteidigung, das ist ein Feldzug. Dann ist er wohl nötig. Für wen? Für uns alle. Wer sind Sie? Ein Anhänger der Rack, der sich bei Gericht herumtreibt, oder ein profilierungssüchtiger Egoist? Ein Unglücklicher. Ein Unglücklicher. Erklären Sie sich! Wir vermeiden es, uns zu sehen. Wir führen eine Distanzbeziehung. Ohne Beziehung. Nach wissenschaftlicher Auffassung kommt eine solche Liebe gar nicht vor. Ich habe den Haupthistokompatibilitätskomplex der Klasse B17 und bin somit als Partnerschaftsanwärter für die Kategorien A2, A4 und A6 qualifiziert. Als ich die Frau meines Lebens traf, war sie B13. Wir haben gar nicht erst versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken. Völlig aussichtslos. Treiben Sie es mit Ihrem Interesse im Verborgenen, so wie alle anderen auch. Nein! Ich liebe diese Frau. Ich will mit ihr leben. Kinder haben. Nach der Methode ist unzulässige Liebe ein Kapitalverbrechen, wie Mord oder Begünstigung von Epidemien. Dann ist es sinnlos, Rosenträter. Sie sind ein eingebildeter Idiot. Belästigen Sie die Welt nicht mit Ihren privaten Schwärmereien. Bei den nächsten Sätzen würde es mir wirklich helfen, wenn wir uns duzen könnten. Mia. Lutz, was ich dir sagen will, ist das Folgende. Du bist eine verbitterte, einsame Rationalistin. Du hast keine Ahnung von Liebe und von Glück. Und dafür tust du mir leid. Autsch. Rationalistin, ja. Verbittert vielleicht, aber leid tun. Leid tun sollte ich dir hierfür. Das Bild zeigt Moritz. Seine Füße baumeln im Lehm. Der Kopf ist auf die Brust gesunken. Eine feine rote Blutspur läuft über das weiße Papierkleid. Wer noch nie einen Erhängten gesehen hat, wird verblüfft sein. Das Gesicht verliert alles Menschliche. Die Zunge schwillt auf dreifache Größe an und drängt aus dem Mund. Die allgemeine Farbe der Haut ist blau. Ich könnte Akteneinsicht verlangen. Eine Wiederaufnahme erwirken. Vielleicht sogar seine Unschuld beweisen. Mia, ich warte seit Jahren auf eine Gelegenheit, die Methode anzufechten. Gib mir die Chance. Santé! Wo es ein privates Interesse gibt, blüht Rosenträter auf. Das Interview kann leider nicht stattfinden. Die Dinge entwickeln sich in eine andere Richtung. Was für ein Interview! Als Frau Holz verteidige mich! Wenn Sie belästigt, kann ich Sie ohne weiteres von ihm befreien. Sagen Sie mir einfach, worüber Sie gerade miteinander gesprochen haben. Das ist ungeheuerlich! Ich bin offiziell bestellter Verteidiger! Wir sprachen über meinen Bruder! Ich bin ganz Ohr. Sie haben kein Recht, hier eine Befragung durchzuführen! Wieso so verkrampft, Rosenträter? Sie interessieren sich doch auch für Moritz Holt. Ich interessiere mich für meine Mandantin. So? Gestern haben Sie ausführlich Einsicht in die Prozessakten von Moritz Holl genommen. Gehört zur Gesamtlage. Der Härtefallantrag. Ja, der Härtefallantrag. Eine gute Idee, um ordentlich Schlamm aufzuwühlen. Nicht wahr, Rosentreterchen? Heißes Wasser. Ich lasse mich nicht länger von Ihnen beleidigen. Die historische Bedeutung der Causa Moritz Holl. Darauf sind Sie scharf, nicht wahr, Rosentreterchen? Er liebte die Natur. Wenn du diesem Monster von Moritz erzählst. Es ist meine Aufgabe, der Welt von Moritz zu erzählen. Aber doch nicht dem da. Für den ist Moritz ein Staatsfeind. Moritz ist kein Staatsfeind. Er liebte alles, was lebt. Auf seinem Nachttisch stand ein Kasten, in dem er Weinbergschnecken hielt. Bei Nacht hoben die Schnecken mit ihren Häusern
den Deckel vom Kasten und krochen durchs ganze Zimmer. Ihre Langsamkeit, sagte Moritz, machte sie unfassbar stark. Er hätte gern ein solches Haus gehabt. Einen Ort, an dem er unerreichbar ist. Als er krank wurde, waren es die Schnecken, die ihm Kraft gaben. Krank? Die Ärzte sagten, sie hätten noch nie ein Kind mit einem solch zähen Lebenswillen gesehen. In den Prozessakten steht nichts von irgendwelchen Kinderkrankheiten. Er wurde restlos geheilt und es lag keine erbliche Belastung vor. Darum hat man den Antrag auf Löschung der Registereinträge bewilligt. Das muss ihn sehr geprägt haben, die Erfahrung der eigenen Sterblichkeit. Die Methode hat ihm das Leben gerettet, so sehe ich das. Was hat er denn? Leukämie. Blutkrebs. We both know nature had a different path for me. Tried to take my life, that's why I cannot agree with everyone's idea of who I'm supposed to be. I stay true to myself, didn't let them go into my perfect world, full of pleasure and sin. You can take that from me still. You will never win. I wanted nothing more than have you on my side. Man hält sich aneinander fest. Erst dachte ich, sie ist gar nicht gekommen oder schon wieder weg. Dann sah ich sie am Boden. Wie beiseite geworfen lag sie da, zwischen wogendem Gras. Sie sah noch besser aus als auf dem Foto. Ich rüttelte sie an den Schultern, hob sie auf, legte sie wieder hin, ganz warm und weich. Sie hatte keinen Puls. Mein Gott! Bis die Polizei kam, verging eine Menge Zeit. Ich saß neben ihr, wartete. Wir haben uns gut verstanden. Die Polizei, was hat die von dir gewollt? Warum fragst du das? Weil es wichtig ist. Was sollte die Polizei denn von mir gewollt haben? Moritz, komm schon, darum geht's nicht. Hast du mir zugehört? Ich bin ein Zeuge, ich habe sie gefunden, kapierst du? Moritz! Du bist meine Schwester, du solltest mir glauben. Moritz, komm zurück! Es tut mir leid, ich mache mir Sorgen um dich. Lass uns reden, du kannst bei mir übernachten.
Straße ist doch dein Zuhause. Ich bin dein Zuhause. Mike wollte gar nicht kommen. Du auch, Chris. Es ist so, dass wir hier in einem Wächterhaus. Mit Verantwortung. Und Sauberkeit. Wir wussten nicht, dass sie einen Bruder haben. Und deswegen sind wir hier. Es steht seit heute Morgen auf allen Newsportalen. Jetzt sei doch mal ruhig, Triss. Ist ja auch nicht persönlich, Frau Holl. Aber es geht ins Allgemeine, Frau Holl. Es tut uns leid, Mia, dass ihr Bruder... Ja, sagst du, Triss. Ein Mörder ist... Nee, Lebertje, nicht nur. Ein Terrorist. Mit Rackern wollen wir hier nichts zu tun haben. Aber die Mia ist doch nur seine Schwester. Halt die Klappe, Triss. Oder willst du etwa auch Terrorist werden? Schmeiß sie raus, die Zecken. Verschwinden sie. Nein, umgekehrt. Verschwinden? Sollten Sie, Frau Holl. Das hier ist ein Wächterhaus. Ihr seid das Letzte, ich fass es nicht. Halt ab! Halt ab! Gestern Abend ist beim Methodenschutz eine anonyme terroristische Drohung eingegangen. Man vermutet die Ankündigung eines biologischen Angriffes. Trinkwasserversorgung, Klimaanlagen und öffentliche Verkehrsmittel sind besonders gefährdet. Skrupellose Täter könnten durch den Einsatz von Viren eine Katastrophe herbeiführen. Noch weiß man nicht, ob die RAK verantwortlich ist. Die Behörden spekulieren über einen Zusammenhang mit dem Tod des 27-jährigen Studenten Moritz Holl. Dieser hatte vor 3 Monaten eine junge Frau ermordet und sich anschließend durch Selbstmord der Justiz entzogen. Seine eigene Schwester sagte über ihren Bruder, er habe als Kind mehr mit Schnecken als mit Menschen geredet. Das Sicherheitsniveau unseres Landes ist auf höchstem Standard. Dennoch empfiehlt der Methodenschutz zivile Wachsamkeit. Methodenschutz sorgt für Sicherheit. Deine persönliche Anklage, das ist das Ende der Anonymität. Du musst dich entscheiden. Ich erfülle meine Sportpflichten. Wer keine Seite wählt, ist ein Außenseiter. Und Außenseiter leben gefährlich. Den Platz im Leben kann man sich nicht aussuchen. Eine Entscheidung gibt es immer. Moritz? Kommst du klar? Ja. Weißt du, warum ich mich niemals einer Gruppe anschließen würde? Der RAK zum Beispiel, falls es sie überhaupt gibt. Weil du dich selbst so sehr liebst. Es wäre das Gleiche wie mit der Methode. Ich müsste Dinge sagen oder tun, die ich nicht will. In meinem Kopf ist Freiheit. In unseren Köpfen ist eine Welt, in der ist alles möglich. Die Welt im Kopf ist nicht die Wirklichkeit. Was ist wirklich, Mia? Sibylle ist tot. Doch in meinem Kopf lebt sie. Vielleicht stehe ich gar nicht wirklich hier, sondern bin längst tot. Der glückliche Mensch muss flackern. Wie eine kaputte Lampe. An, aus. An, aus. An, aus. Halt! Moritz Holl, Sie sind verhaftet wegen Vergewaltigung und Mord an Sibylle Nagel. Was? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Moritz! Schnell bleiben! Schnell bleiben!
Und dann war er weg. Haben Sie verstanden, Frau Hall? Sie sind doch Mia Hall. Ja. Mia Hall, Sie sind verhaftet. Sie befinden sich hier in verbotener Zone. Auf wen warten Sie? Auf niemanden. So, auf niemanden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wir entschuldigen uns für entstandene Unannehmlichkeiten. Feindliche Umtriebe in Tateinheit mit der Führung einer methodenfeindlichen Vereinigung zur Last gelegt. Sie behauptet, gemäß Aussage von Zeuge Kramer, ihr Bruder sei ein Opfer des Systems geworden. Gerichtsbekannt. Weiter. Die Angeklagte wurde an einem Ort aufgegriffen, der dem Methodenschutz als Treffpunkt mutmaßlicher RAK-Sympathisanten bekannt ist. Dort rauchte sie. Von der Neigung der Angeklagten zu Rückfällen weiß das Gericht. Auf die Frage, was sie im Treffpunkt der Methodenfeinde zu schaffen habe, äußerte die Angeklagte, dass sie mit niemandem verabredet sei. Niemand ist mutmaßlich ein Deckname. Möglicherweise verbirgt sich dahinter ein Verbindungsmann der RAK. Einspruch! Das ist eine absurde Spekulation. Einspruch abgelehnt. Ich beantrage, bei der Angeklagten eine Gesinnungsprüfung durchzuführen. Stattgegeben. Frau Hall, hatten Sie bereits vor dem Tod Ihres Bruders Verbindungen mit der RAK? Einspruch. Diese Frage ist eine Unterstellung. Einspruch stattgegeben. Frau Staatsanwalt, formulieren Sie Ihre Frage neutral. Frau Hall, was ist Ihre persönliche Meinung über die Methode? Mein Bruder warf mir vor, der Methode anzuhängen, weil ich die Menschen verachte. Das mag sein. Und wenn ich es mir genau überlege, trifft es zu. Tatsache bleibt, dass ich eine Anhängerin der Methode bin. Aber wenn Sie die Methode befürworten, weil Sie die Menschen verachten, so verachten Sie auch den Staat, den diese Menschen bilden. Ich bitte, dies zu Protokoll zu nehmen. Stattgegeben. Frau Holl. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen persönlichem und allgemeinem Wohl? Ein Staat sollte dem Streben der Menschen nach Leben und Glück dienen. Das tut unser Staat, mit einigem Erfolg. Aber reicht das? Was ist, wenn der Staat versagt? Wenn die Methode einzelne Menschen wie Moritz nicht glücklich macht? Jetzt haben wir sie. Frau Holl stellt das persönliche Glück über das der Allgemeinheit. Die Staatsanwaltschaft bittet, dies zu Protokoll zu nehmen. Stattgegeben. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Antrag. Ich beantrage die Einführung von verfahrensrelevantem Material aus der Sache Moritz Holl. Stattgegeben. Moritz Holl, der Bruder der Angeklagten im Alter von 5 Jahren. Blut. Allerdings von besonderer Art. Die weißen Blutkörperchen sind enorm vermehrt. Was soll das werden? Ein Seminar in klinischer Diagnostik? Kommen Sie zur Sache. Leukämiezellen breiten sich im Knochenmark aus. Sie können Milz, Leber und Lymphknoten infiltrieren und ihre Funktion beeinträchtigen. Im Alter von 5 Jahren traten bei Moritz Holl Symptome wie Blässe, Schwäche und Knochenschmerzen auf. Einspruch! Ich sehe nicht, wieso diese unerfreuliche Darbietung... Stammzellentransplantation. Übertragung von rotem Knochenmark ist die übliche Therapie bei Leukämie. Für die Stammzellentransplantation
wird ein kompatibler Spender benötigt. Dank der Methode verfügen wir über Datenbanken, mit denen wir sofort einen kompatiblen Spender ermitteln können. Erfreulich. Aber ich sehe nicht, dass Ihre Erläuterungen zur Sache beitragen. Herr Verteidiger, ich entziehe Ihnen das Wort. Nur noch ein paar Sätze, ehrenwertes Gericht. Das neue Knochenmark beginnt nach etwa 10 Tagen in den Knochen des Empfängers mit der Produktion von neuen Blutkörperchen. Jetzt reicht's aber! Frau Vorsitzende, ich bitte Sie darum, diesen Vortrag auf der Stelle zu beenden. Herr Kramer, Sie sind kein Prozessbeteiligter. Ich entschuldige mich in aller Form, aber leider kann nach ich nicht anders nach der Transplantation übernimmt der Empfänger die Blutgruppe seines Spenders. Er übernimmt ebenfalls das Immunsystem seines Spenders und er übernimmt... Rosentreterchen! Die DNA. Er übernimmt die DNA seines Spenders. Das ist Walzer Hannemann, der Knochenmarkspender von Moritz Holl. Hannemann und Holl besitzen dieselbe DNA. Der Mörder von Sibylle Nagel könnte also ebenso gut Walzer Hannemann sein. Moritz Holl wäre demnach unschuldig und seine Verurteilung ein Fehler der Methode. Ihr Bruder kein Mörder ist. Fass hier nichts an! Die Erste, die hier was anfasst, kriegt die Pest! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Zwei Menschen mit derselben DNA. Ein unwahrscheinlicher Zufall, der zu einem Fehler führte. Aber seien wir ehrlich, es gibt keinen Grund, an der Methode zu zweifeln. Denn es gibt kein anderes System mit einer geringeren Fehlerquote als die Methode. Santé! Rosentreter! 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 Jetzt treten wir in Aktion! Ein historischer Augenblick. Die Ouvertüre zu einem politischen Triumph. Wir setzen eine Anklage auf und veröffentlichen sie. Wir sollten uns mit dem begnügen, was wir erreicht haben. Die Methode hat meinen Bruder getötet und sich zu einem Unrechtssystem gemacht. Genau deswegen sollten wir den nächsten Schritt mit Vorsicht erwägen. Lauf zu deiner feigen Liebe! Ich bin frei! Ich bin krank und frei! Kramer! 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 Ich komme auf Ihr Angebot zurück. Ich bin in Ihrer Sendung. Ich habe der Öffentlichkeit etwas zu sagen.
Ich entziehe einer Methode das Vertrauen, die lieber der DNA eines Menschen als seinen Worten glaubt. Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist des Menschen an den Körper verraten hat. Ich entziehe einer Liebe das Vertrauen, die sich für das Produkt eines immunologischen Optimierungsvorgangs hält. Ich entziehe einer Liebe das Vertrauen, die sich für das Produkt eines immunologischen Optimierungsvorgangs hält. Ich entziehe einer Gesundheit das Vertrauen, die sich selbst als Normalität definiert. Ich entziehe einer Gesundheit das Vertrauen, die sich selbst als Normalität definiert. Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das die vollständige Kontrolle des Menschen und seiner Daten verlangt. Ich entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat. Ich entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat. Ich entziehe einer Politik das Vertrauen, die die Gesundheit höher gewichtet als die Freiheit. Ich entziehe einem Gesundheitssystem das Vertrauen, das die Selbstbestimmtheit des Menschen als einen untragbaren Kostenfaktor sieht. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der behauptet zu wissen, was gut für mich ist. Kommen Sie, wir demonstrieren gegen die Methode für meinen Bruder. Die Mia ist ein Held! Ruhe, Fritz! Verdammt, Fritz! Ruhe! Oh.
mein Körper. Meine Zehen gehören zum Körper. Meine Finger gehören zum Körper. Meine Arme und Beine gehören zum Körper. Mein Magen gehört zum Körper. Mein Herz gehört zum Körper. Mein Gehirn! Man muss flackern, Mia. Wie eine kaputte Lampe. An, aus. Die Nacht wurde erfunden, damit wir uns Stück für Stück an die Dunkelheit gewöhnen. Der Tag, damit wir uns Nacht für Nacht an den Schlaf gewöhnen. Manchmal ergibt sich aus langen Gedankengängen nichts weiter, als dass Herbst ist. Deine Knie, dein Stuhl. Deine Augen, deine Fenster, dein Mund, Moritz, das Glas, aus dem du trinkst, dein Herz, deine Nahrung, dein Gesicht, dein Mond und deine Sonne, deine Stimme, dein einziges Geräusch, dein Leben, deine Zeit, dein Tod, mein Tod. Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, ist Moritz eigentlich eine Art Märtyrer. Hannemann hat gestanden. Er ist der Mörder von Sibylle Nagel. Wenn es zum Umsturz kommt, werden Sie sich für den Tod von Moritz verantworten müssen. Wären wir uns unter anderen Umständen begegnet? Wer weiß, was sich daraus entwickelt hätte? Interessanterweise sind wir immunologisch kompatibel. Ihre Tage und die der Methode sind gezählt. Zu viel Fantasie, Frau Holl, ist ungesund. Es gibt keinen Grund, an der Methode zu zweifeln. Das behaupten Sie immer noch, Kramer? Nennen Sie mir ein Verfahren, welches nicht ab und zu Unschuldige in Mitleidenschaft zieht. Sie geben also zu, dass das System Fehler macht. Wofür wollen Sie streiten? Für ein Paradies auf Erden? Für die Freiheit! Ja, die Freiheit. Ein romantischer Traum. Jeder kann tun, was er will. Hat nur leider nie funktioniert. Weil jeder die Freiheit anders versteht. Weil unterm Strich jeder seine Freiheit auf Kosten der anderen lebt. Das Menschliche ist ein nachtschwarzer Raum, in dem wir herumkriechen, blind und taub wie Neugeborene. Man kann nicht mehr tun, als dafür zu sorgen, dass wir uns möglichst selten die Köpfe stoßen. Es wäre lieb, wenn Sie mir noch etwas unterschreiben würden. Was? Ihr Geständnis. Was soll ich gestehen? Den Plan habe ich, Mia Holt, gemeinsam mit meinem Bruder entwickelt. Moritz war Anführer einer Widerstandszelle, die unter dem Namen Die Schnecken agiert. Man traf sich regelmäßig am Flussufer in der verbotenen Zone, nach dem Geheimcode der Gruppe, in der Kathedrale. Unter anderem gehörte den Männern auch ein Mann namens Walter Hannemann an, der Knochenmarkspender meines Bruders. Die Strategie war ebenso einfach wie genial. Hannemann beging den Mord an Sibylle. Wie wir es vorhergesehen hatten, wurde das Verbrechen aufgrund der DNA-Probe Moritz angelastet. Mein Bruder wollte als Märtyrer im Kampf gegen die Methode sterben. Nach Moritz' Tod habe ich die Führung der Schnecken übernommen. Darf ich bitten? Nie.
Niemals werde ich das gestehen. Freiheit für Mia Hall. Die da draußen werden eure Lügen erfahren und dann reißen sie euch in Stücke. Die da draußen werden immer weniger. Demonstrieren macht müde. Irgendwann kehren sie in ihre Häuser zurück und das Leben geht weiter. Die Methode ist an einem Geständnis sehr interessiert. Wir bieten ihnen umfangreiche Privilegien. Statt einfrieren, Gefängnisstrafe. Vielleicht nach ein paar Jahren erleichterte Haftbedingungen. Sie sind noch jung, Mia Hall. Wenn ihr mich einfrieren wollt, dann tut es! Ihr Bruder liebte sie. Er hätte das sicher nicht gewollt. Ich werde meinen Bruder noch mich selbst verraten! Was hätte ich tun sollen? Man hat Beweise konstruiert, Bakterienkulturen in ihrem Labor gefunden, behauptet, sie hätte die Trinkwasserversorgung vergiften wollen. Keine Chance. Ich habe mich von meiner heimlichen Liebe getrennt. Sie hat nicht verstanden, dass ich diesen Prozess für sie, für uns, für unsere Liebe führen wollte. Wie ich darauf käme, dass unsere Liebe wichtiger sei als ein ganzer Staat. Keine Liebe der Welt, schrie sie, rechtfertigt die Verteidigung einer Terroristin. Am 11. April 2057 wurde Mia Hall von der zweiten Strafkammer des Schwurgerichts in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Wegen methodenfeindlicher Umtriebe in Tateinheit mit der Vorbereitung eines Anschlags mit toxischen Substanzen wurde sie zum Einfrieren auf unbestimmte Zeit verurteilt. Ich war nicht die Richterin. Man hatte mir den Fall entzogen. Ich hatte versucht, sie zu warnen. Ich wollte ihr helfen. Doch sie wollte nicht hören. Nichts ist gefährlicher für einen Staat als Menschen, die mit dem Leben abgeschlossen haben. Es macht sie unkontrollierbar. Selbstmordattentäter. Wir können nicht zulassen, dass solche Menschen die Sicherheit der Allgemeinheit gefährden. Gesundheit dank Methode. Mir tut Mia leid. Ich kann nicht glauben, dass sie eine Terroristin ist. Sie hat Fehler gemacht, sicher. Gegen das Gesetz verstoßen. Aber in ihrem Herzen war Mia eine Gute. Mia ist eine Gute. Davon bin ich überzeugt. Ich kann nichts mehr für dich tun, Mia. Nicht einmal eine Angelschnur kann ich dir bringen. Du bist ganz allein. Ich werde mich nicht umbringen, Moritz. Sollen sie mich einfrieren? Vielleicht in einer besseren Zukunft wird ein Staat sein. Ein Staat, in dem es erlaubt ist, eigenhändig Fische zu fangen, in Flüssen zu baden, zu lieben, wenn man will, und zu sagen, was man denkt. Und dann, Moritz, möchte ich wieder leben, wie du es geträumt hast. Here you walking on your own way, not taking directions but riding your own plane, and I hope we'll meet again. While